Hallo zusammen, hier ist die Claudia aus der Ergotherapie in Wipperfürth und ich möchte jetzt mal für die Erwachsenen was zeigen und wir haben uns gedacht, wir zeigen da mal ein paar Übungen für die Finger. Also wie kann ich meine Finger trainieren, dass sich das Greifen, die Haltekraft verbessert. Bezogen ist das, machen können diese Übungen alle Patienten, die wirklich Schwierigkeiten haben mit ihren Fingerbewegungen. Also sei es, dass sie merken, sie lassen häufig Gegenstände fallen oder sei es, dass sie merken, sie können diese selektierten Fingerbewegungen nicht so gut durchführen. Kann also von allen Patienten durchgeführt werden. Man kann das auch als Gesunder einfach mal machen, weil da wird man feststellen, dass es teilweise gar nicht so einfach ist. Gut. Wir haben da mal was vorbereitet. Also was man machen kann, sind wirklich ganz einfache Bewegungen. Zum Beispiel haben wir hier einen Klotz, den hat ja wahrscheinlich jeder irgendwie zu Hause. Kann man ja auch einen Stock nehmen, was auch immer man da gerade hat. Da kann man zum Beispiel einfach mal klar mit Daumen und Zeigefinger greifen. Und dann kann man die anderen Finger aber auch mal nehmen. Zum Beispiel einfach mal zwischen Zeigefinger und Mittelfinger halten. Dabei sieht man schon, die Finger sind gestreckt, das heißt, ich kann die Streckung trainieren. Ich trainiere aber auch die Haltekraft, dass der Finger das halten kann, oder die Finger besser gesagt. Wichtig dabei ist jetzt, dass wir schauen, dass wir das Handgelenk dennoch gerade halten und dass wir auch bei den Fingern nicht in Überstreckungen gehen. Also nicht in Haltungsmuster, die pathologisch sind, also die nicht mehr dem Normalen entsprechen. Wäre zum Beispiel hier, wenn ich das jetzt halten würde, das wäre jetzt natürlich das Handgelenk überstreckt. So wäre das Handgelenk zu weit abgeneigt. Also wirklich schauen, dass das alles ziemlich in der geraden Ebene sich verhält. Dann kann ich das natürlich auch mit den anderen Fingern machen. Und da kann ich euch sagen, ist das auch für uns Gesunde gar nicht so einfach. Des Weiteren kann man Heben und Senken trainieren. Und das kann man natürlich einfach machen ohne irgendwas. Man kann es aber auch erschweren, indem man sagt, ich gehe jetzt da mal immer mit dem Finger drüber. Ups, sehen Sie, und mir als gesunden Menschen mit einer eigentlich nicht eingeschränkten Hand passiert das auch, dass mal was nicht so klappt. Das kann ich dann natürlich auch wieder mit allen Fingern machen. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, das ist dann auch schon wieder erhöht, ich kann natürlich auch einfach mal den Klotz kreisen lassen. Und auch das kann ich versuchen mit den anderen Fingern, ist aber auch nicht einfach. Und auch hier sehen Sie, mein Handgelenk bleibt gerade. So wäre es überstreckt. Die andere Richtung ist eben die gleiche, ne? Oder hier die andere Richtung. Also immer schauen, dass es halbwegs gerade bleibt. So, das wären hier schon mal solche Übungen. Man kann natürlich auch was anderes nehmen. Man kann natürlich auch einfach einen Stein nehmen. Na, da kann man auch mal zwischen den Fingern versuchen, hin und her zu wandern. Auch das, wenn Sie feststellen, wie bei mir auch, ist ganz schön schwierig. Also da kann man natürlich den Schwierigkeitsgrad einfach so ein bisschen anpassen auch. Man kann auch Fingerübungen natürlich machen ohne irgendwelche Gegenstände. Also man kann, wie ich vorhin schon gezeigt habe, einfach mal heben und senken. Man kann parallel dazu natürlich auch beide Hände nehmen und sagt, ich nehme jetzt mal nur den Zeigefinger mit beiden Händen gleichzeitig. Viele Patienten haben tatsächlich auch Schwierigkeiten, die Finger zu selektieren, indem sie den richtigen Finger wählen. Also wenn man, dann kann man zum Beispiel einfach mal sagen, wir nehmen jetzt mal den Zeigefinger und den Ringfinger. Und dann nehmen wir mal noch den kleinen Finger dazu. Und dann setzen wir den Ringfinger wieder ab. Da kann man so ein kleines Spiel draus machen. Das ist natürlich gar nicht schlecht, wenn man dann einen Partner hat, der dann halt die Ansagen macht, welcher Finger bewegt werden soll. Des Weiteren kann man noch Übungen machen, dass man die einzelnen Griffe trainiert zwischen Daumen und den einzelnen Fingern. Also zum Beispiel Daumen, Zeigefinger, na, alles nacheinander erstmal nur antippen. Hier kann man den Schwierigkeitsgrad erhöhen, indem wir dann sagen, wir wandern mit den einzelnen Fingern am Daumen entlang nach unten, ohne abzuweichen, nach innen oder außen. Und da sehen Sie schon bei meinen Fingern, ich wende da ganz schön Kraft auf, um
da dran zu bleiben. Das ist gar nicht so einfach. Das Gleiche kann man machen, indem man sagt, man nimmt den Daumen und lässt den Daumen an den einzelnen Fingern entlang wandern. Und auch hier ist wieder wichtig, das Handgelenk in gerader Position halbwegs zu lassen und nicht in die Überstreckung zu gehen. So würden Sie feststellen, dazu neigt eigentlich keiner, dann wird das auch noch viel schwerer und das wäre nicht dementsprechend, wie wir uns bewegen und wir würden automatisch in diese Position gehen und dann eher dazu neigen, in die Überstreckung zu gehen und da dann, wie gesagt, auf diese Position achten. Könnte man natürlich dann auch wieder mit beiden Händen gleichzeitig machen. Dann kann man natürlich auch noch so schöne Übungen machen, indem man überkreuzt mit beiden Händen, Zeigefinger geht zum Daumen und dann wandern wir jetzt immer zu den einzelnen Fingern. Solche Sachen kann man natürlich auch noch machen. Gut, also auch da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, da kann man alles Mögliche mal ausprobieren. Viele haben ja auch zu Hause diese Bälle, da kann man dann auch, haben wir jetzt gerade keinen, wir nehmen jetzt mal einen Stock, könnte man ja auch machen, man hält jetzt hier einen Gegenstand und lässt dann mal einfach einen Finger los oder auch zwei Finger. Das kann man mit Bällen machen, das kann man, wie Sie sehen, sogar auch mit so einem Stock oder Klotz machen. Wie gesagt, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Gut, das waren so ein paar Ideen und ein paar Übungen für zu Hause. Viel Spaß dabei und bleiben Sie gesund und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Tschüss, eure Claudia.